So, liebe Aufnahme, hallo und herzlich willkommen zu zurück zu For Honor. Zu dem Spielmodus Duell. 1 gegen 1, wieder gegen Bots. Ich habe so das Gefühl, die wissen schon, warum sie uns nur gegen Bots antreten lassen. Oder ich habe die Einstellung nicht gefunden, dass man PvP spielen kann. Weil das sonst so derbe hängt, dass man selber Probleme hat. Dann. Ich weiß, dass der Stream hin und wieder tot ist. Wie gesagt, sobald das Spiel hängt, hängt alles. Also meine Desktop-Gadgets, alles hängt. Ja. Komplett Computer gibt keinen Ton mehr von sich. Oh. Ach, geh, einen falschen Stick. Ja, dann wundert mir nichts mehr. Ja. Dann wundert mir nichts, wenn ihr die. Wenn ihr die Steuerung nicht wollt, dann ist mir eh klar. Ist doch nichts wert. Ja, ein Blödsinn zum Spiel. Also bin echt gespannt, ob das Song würde jetzt besser laufen, wenn nur ich drin bin, weil dann müsste ich ja auch der Host sein. Ah. Zack, Block, Block, nochmal Block. Da! Alter. Ist knapp. Oh, gerade noch. Mit der bisschen Ausdauer, die ich noch gehabt habe. Echt knapp. Ja, jetzt steht es 1-1 gegen Bot Berserker. Noch zwei Siege brauche ich, dann habe ich es geschafft. Ah. Oh. Ah, natürlich stellen wir uns der. Lenkt er schon wieder? Und tschüss. Das Runterstoßen ist genial an die Kuppen. Wenn man sich überlegt, natürlich, das macht einfach Sinn. Warum sich groß anstrengen, wenn man den Deppen natürlich auf einer Brücke schmeißen kann? Das ist ja gleich mal viel entspannter. So, komm her. Einmal, zweimal, dreimal und von Kanten zurück. Oh. Hoi. Blockt er nicht? Blockt er immer noch nicht? Block hier war. Die große Combo. Oh. Und. Wow! Das war echt solide Aktion gerade. Bist du deppert und gewonnen haben wir's. Also 1 gegen 1 ist. Ah, wie soll ich sagen? 1 gegen 1 ist auf jeden Fall einmal schaffbar. Allein durch die Tatsache, dass man ja. Wie soll ich sagen? Dass man sich wirklich auf einen Gegner konzentrieren kann. So, und jetzt spielen wir noch ein Duell und diesmal nehmen wir uns nochmal den Ritter. Und da bin ich mal gespannt darauf, wie der sich spielt. Den Samurai kennen wir ja schon, den haben wir im Dominion ausprobiert und jetzt dann kommt der Ritter. Aber bis jetzt, also taugt mir schon der, sagen wir mal, etwas manische Kollege aus Valhalla Rising mehr. Wobei, eigentlich, na, Valhalla Rising ist das ja Azatale. Gleich zu dem Saurier da. Oh. So, Mati, es ist deine Stunde. Oh, der ist durchgegangen. Ne? Block, Block.
Ah, es kommt davon, wenn man nicht blockt. Adios. Oh, der ist gescheit. Er nimmt das Schwert beim Anfang von der Klinge her und tragt so. Natürlich. Besserer Griff. Weil sie handschostige Panzerzahn. So schnell ist da logischerweise auch nicht die Finger. Okay. Aber die Netzwerkprobleme sind weg, da wir ja dann alleine spielen. Au. Au. Ui, ui. Alter, und macht. Alter, macht der Tempo. Ah, Schatzi. Dammit. Da haben wir keine Chance mehr gehabt. Ja. 1-1. Der Kollege, oder, ja doch, der Kollege macht weniger Schläge, die wirklich den Gegner absolut zurückwerfen. Weil vom Gefühl her hat der... Alter! Wechselt die Zeiten von ihrer Angriffe. Der Berserker spürt man aber wirklich, ey. Ja, gerade noch da blockt. Oh ja. Jetzt. Oh, ich stehe auf die Animation, wenn er das Schwert unten haltet. Oh ja, ist die cool! Okay, so. Okay, das war jetzt ein interessantes Mischwesen. Jetzt bin ich gespannt. Dass er nochmal durchziehen kann oder ob das wirklich ganz knapp wird. Morgen. 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 Fühl die gleich mal. Boah. Den zweiten Hieb geblockt. Das ist sicherlich alle halt scheiße, das Ding blocken. Das kann ja auch. So ist ja nicht. Boah. Ausdauer weg! Ah, oh, die kann natürlich auch nicht mehr blocken ohne Ausdauer. Ah, ah, nope, 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 okay. Wie ich es zusammengebracht habe, aber. Das war gerade eine Fähigkeit. Boah. Aber mit den Kratzerlern, hä? Ich glaube, da lebt man nicht mehr lang. Ja, natürlich immer das gleiche vom Gegner. Das sind Bots auf Easy. Lieber Chrysanta. Und ich denke, das ist so gedacht, dass die sich nicht großartig jetzt wehren. Ja. Gut, das waren zwei Runden Duell am Riverford und ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.